Während dem Kompositionsprozess war ich in Los Angeles und das Trio in Europa, und so konnten wir uns nicht in einem Proberaum treffen und unsere Ideen durchgehen. Aber ich habe mir dann so geholfen, dass ich eine Videokamera geschnappt habe und mich selber am Klavier und am Cello aufgenommen habe. Und so konnte ich ihnen doch Material übers Internet schicken und habe super Feedback bekommen, und dann war es auch möglich, dass ich mein Stück gut für das Trio Catch abschließen konnte. Ich liebe die Bassklarinette. Das Instrument hat so einen reichhaltigen Klangumfang, von ganz tiefen, erdigen, kräftigen Tönen zu ganz zarten, dünnen, hohen Klängen. Und da war ich wirklich sehr glücklich, als Bogi mir sagte, dass sie sehr gerne die Bassklarinette spielt. Ich finde den Ohrknacker ein ganz außerordentliches Konzertformat, denn es eröffnet wirklich einen Zugang zu der zeitgenössischen Musik für ein Publikum, das neugierig ist, aber kein Fachpublikum sein muss. Und als wir vor 2 Wochen hier in Zürich einen Ohrknacker veranstaltet haben, wo ich dabei sein konnte, da verließ das Publikum wirklich so glücklich und enthusiastisch den Konzertsaal, wie ich es selten gesehen habe.